Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 31. Juli 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 663 und das ist die Folge, bei der mir bei der letzten News von heute gerade eben das Zoom-Dingens abgelegen ist. Kein Akku mehr, kein Strom mehr. Einmal mit Profis. Wir haben heute als Themen 36,8 Millionen, Sony, US-Bahn, Spenden und Smart Lock. Ich beginne gleich mit den 36,87 Millionen Stück. Das ist so viel, wie Nintendo von ihren Switches hat bis jetzt umsetzen können. Laut dem Quartalsbericht, der gestern Abend noch online gekommen ist, dem neuesten, wurden in dem letzten Quartal 2,13 Millionen Stück davon verkauft. Das sind natürlich tolle Zahlen, auch wenn man bedenkt, dass bei Microsoft und bei Sony die Zahlen nicht wirklich ganz so sind. Und oder besser gesagt, vor allem unter anderem halt auch deshalb, weil die schon an der Next-Gen-Generation am Arbeiten sind. Wir dürfen gespannt sein, wie das weitergeht und ob Nintendo die Zahlen weiterhin so halten kann. Vor allem jetzt, wo dann ja der Lite kommt. Wer das Nintendo Switch Lite verpasst hat, der sollte auf dem Pogipsi.ca-Blog mal ein bisschen stöbern. Da haben wir was dazu geschrieben. Weiter geht's im Bereich des Gaming. Und da hatten wir ja vor kurzem schon mal die Meldung, dass Sony nun mit Microsoft kooperiert im Sinne von dem Cloud Gaming. Also sprich, die Cloud wurde ausgelagert in Richtung Microsoft. Das war ja schon spannend. Noch spannender war der Nachtrag, den ich dazu hatte, auch hier in der Daily, dass die Leute von PlayStation gar nicht wussten, dass Sony das Ganze eingefädelt hat. Und das geht noch weiter. Es ist sogar so, dass nicht irgendwie Microsoft umworben hätte, sondern nee, Sony ist in eigenen Stücken auf eben Microsoft zugegangen und hat das Ganze initiiert. Und Satya Nadella, der Chef von Microsoft, der hofft natürlich jetzt, dass das Ganze sich auch noch ein bisschen weiter ausweiten könnte. Sony hat ja das ein oder andere, andere Zugpferd noch, oder wohl, soll ich Smartphone als Zugpferd bezeichnen? Nee, lassen wir die Geschichte mal. Weiter geht's mit smarten Speakern. Da gab's mal Gerüchte von Seiten Huawei, die haben sich sehr stark verdichtet und eigentlich wollte das Gerät aus dem Hause Huawei, der Speaker, an der IFA dieses Jahr vorgestellt werden. Doch leider dazu wird es nicht kommen, denn im Folge des US-Bahn, also der ganzen Geschichte um den lieben Herr Trump, hat sich das Ganze so weit nach hinten rausgehauen, dass man das Projekt eingestellt hat. Google und Huawei haben da ihre Kooperation zurückgefahren. Wir dürfen gespannt sein, was da noch alles kommt. Weiter geht's mit Instagram und den Instagram Stories. Da gibt's neue Stickers, die ihr auf eure Stories draufdaddeln könnt und mal eine sinnvolle, wie ich finde. Wenn ihr gemeinnützigen Organisationen helfen möchtet, Spenden zu sammeln, das könnt ihr jetzt, sofern die da alles richtig eingestellt haben und sich richtig eingetragen haben, dann können sie Spenden einsammeln und wenn man Instagram Glauben schenken darf, und das denke ich, darf man in der Richtung auch, das volle Geld, was ihr da oder eure Follower da in die Richtung schicken, kommt auch bei den ganzen Organisationen an. So sollte es doch sein und bitte auch in all den anderen Story-Geschichten. Zu guter Letzt gibt's noch eine kleine Neuigkeit zum Smart Lock von Nuki, dem Türschloss mit viel Intelligenz und du hältst die Uhr oder das Telefon dran, damit du reinkommst. Das kann ab sofort Push-Meldungen verschicken. Ein Wunder, dass es nicht schon lange geht. Aber ja, jetzt ist es soweit. Sobald sich die Tür öffnet, jemanden Code eingeben, falschen Code eingibt oder eben halt jemand die Türe betritt durch das Nuki-Schloss, wird eine Push-Notification ausgelöst und an den oder denjenigen geschickt, der das Ganze bekommen möchte. Egal, ob da der Postbote kommt, der Hundesitter oder was auch immer. Interessanterweise geht das, wenn man auf Apple HomeKit setzt, schon länger, jetzt aber wie gesagt direkt von Nuki.
Das waren die Neuigkeiten, die ich heute für den Mittwoch für euch bereit hatte. Morgen ist der 1. August bei uns in der Schweiz, Nationalfeiertag. Ich behalte es mir noch vor, die Sendung eventuell auszulassen oder eventuell auch nicht. Wie auch immer, ihr werdet es merken, wenn ihr was in eurem Podcatcher habt. In dem Sinne, wenn ihr nichts hört von morgen von mir, liebe Schweiz, Happy Birthday. Bis dann, tschüss. Hört mehr Geek Talk.